Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immobilienprofi TV. Wir gehen heute der Frage nach, was macht einen Makler erfolgreich? Und vor allem, was sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines Immobilienmaklers? Eine weltweit durchgeführte Studie hat die Arbeitsschritte der erfolgreichsten Immobilienmakler dokumentiert. Wie die Vorgehensweise der Makler untersucht wurde, erklärt Dr. Michael Franz, bekannt vom letzten Immobilienprofi-Meeting in Köln. Was sind eigentlich die Dinge, die man wirklich tun sollte, um einen wirklich massiven Sprung nach oben zu machen? Das war so die Frage, die wir uns gestellt haben. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wer hat denn das schon geschafft? Ja, wer hat denn das schon gemacht? Wer hat denn schon mal innerhalb von einem Jahr einen Sprung sich verdoppelt oder vielleicht sogar zweimal hintereinander? Ja, in einem Jahr und noch einem Jahr. Gibt es solche Leute? Und wir haben festgestellt, es gibt solche Leute. Und die haben wir angefangen zu interviewen. Und ich werde Ihnen heute erzählen, was wir da gemacht haben, wie diese Studie aufgebaut ist. Ich werde Ihnen drei Beispiele nennen von ganz außergewöhnlichen Maklern und Maklerinnen. Und ich werde Ihnen hinterher einige auch mehr so textbasierte und auch Grafiken und Zahlen präsentieren, ja, was Strategien betrifft, Attribute betrifft, Persönlichkeitsmerkmale von Spitzenmaklern. Uns war wichtig, eine wirklich internationale Studie zu machen. Wir haben also Leute interviewt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Israel, aus der Türkei, aus Portugal, aus Neuseeland, aus Südafrika, aus Argentinien, Brasilien, aus den Cayman Islands, aus China, Indien, Singapur. Ja, also wir haben wirklich was Internationales gemacht, weil uns war wichtig herauszufinden, gibt es Prinzipien, ja, gibt es Attribute, gibt es Strategien, die unabhängig vom Markt funktionieren, die einfach immer funktionieren. Und jetzt sind Sie sicherlich genauso gespannt auf die Ergebnisse wie ich. Wo liegt der Schlüssel zum Erfolg? Und das heißt, ich gehe raus, wie das ganz am Anfang jemand gesagt hat, und erobere mir ein Gebiet. Mein Expertengebiet. Meine Farm. Kennen Sie alle, oder? Expertengebiet, Farming, kennen Sie alle, oder? Ja? Und das müssen Sie sich erobern. Und im Zweifelsfall sind in dem Gebiet schon andere Makler, oder? Ja, Sie müssen sich da durchsetzen. Das heißt, wie ein Pirat müssen Sie rausgehen und sich irgendwie überlegen, okay, was mache ich denn, wie erobere ich mir ein Gebiet? Weil egal, welches Gebiet Sie machen wollen, da ist schon jemand da. Ja? Überall sind schon Leute vorhanden. Okay, und er hat gesagt, das Beste ist, ich mache das wie ein Pirat. Und warum benutzt er dieses Piratenbeispiel? Weil er sagt, okay, ein Pirat liebt seinen Job. Ja, der hat Passion, der hat Passion. Ja, der ist wirklich mit Herzblut dabei. Und der ist nicht einfach nur so ein bisschen Pirat, sondern der ist den ganzen Tag Pirat. Ja, und wenn dem in einem Gefecht die Hand abgeschossen wird, dann geht er nicht nach Hause und heult seiner Mama was vor und sagt, oh, mir ist die Hand abgeschossen worden und ich habe keinen Bock mehr, morgen in meinen Job zu gehen. Ja, sondern was wird der machen, der Pirat? Ja, der Pirat holt sich irgend so einen Haken, ja, flanscht ihn sich an seine Hand ran und dann macht er weiter, sein Gebiet zu erobern. Ja, das heißt, der gibt nicht auf. Die meisten Spitzenmakler, die wir interviewt haben, über 60% der Spitzenmakler, die wir interviewt haben, haben angefangen, den ersten persönlichen Assistenten, Assistentin anzustellen, als die noch sehr wenig Geld verdient haben. Ja, man sollte ja meinen, Spitzenmakler, okay, wenn ich eine Million mache, dann habe ich auch persönliche Assistenten, alles ganz easy und so, dann kann ich mir das auch leisten. Ja? Aber das Erstaunliche ist, dass die hingehen und das ganz früh machen und dass sie häufig sagen, es war die strategisch wichtigste Entscheidung, ja, die ich getroffen habe, war ganz, ganz früh, mich zu entlasten. Ja, solche Spitzenmakler haben die Tendenz und sagen, do not touch paper, berühr kein Papier, mach keine Papierkram. Ja? Und wenn Sie Makler sind und sich mal überlegen, wie viele Stunden Sie damit verbringen, irgendwie Papier zu machen, in irgendeiner Form, ein Exposé zu schreiben, Briefe zu verfassen, E-Mails zu schreiben, Angebote zu formulieren und so weiter, ja, dann ist das verlorene Zeit. Der Assistentenrolle kommt demnach eine entscheidende Bedeutung bei. Verkaufstrainer Georg Ordner über die wichtigen Tätigkeiten der Assistenten. Die Erstbesichtigung ist ja sowieso weitgehend so zum Kennenlernen aufgebaut. Korrekt. Da hat sich auch immer mal die Frage gestellt, muss das überhaupt ein Makler machen oder kann man da mal mit einem Assistenten die Erstbesichtigung durchführen? Ich sehe da viele Möglichkeiten. Solange Menschen 20, 25 Immobilien besichtigen, bis sie eine kaufen, sortieren sie vor. Und ich bin nicht unbedingt immer der Meinung, dass die Topkraft des Unternehmens die ganzen Ersttermine mit Kaufinteressenten machen. Ja, die in der Regel selten von Erfolg gekrönt sind beim Ersttermin.
Das Verhältnis ist ganz klar. Ich brauche 10, 15 Neins, bevor ich zum Ja komme. Mhm. Gut, aber ich baue halt diese Verbindlichkeit auf. Das ist. Ja. Das würde aber auch das kann ein gut geschulter Assistent sehr wohl machen. Dieses Zutrauen habe ich. Mit Sicherheit, ja. Die Assistenten sind also wichtige Helfer für den Makler. Und wie sie gut ins Unternehmen eingebunden werden, das zeigt das System Makeln 21. Jedes noch so kleine Maklerbüro verfügt über ein Rollenmodell. Hier dargestellt in der Makeln 21 Version für Unternehmen bis etwa 8 Mitarbeiter. Eine Rolle ist kein Arbeitsplatz. Eine Person kann mehrere Rollen besetzen und eine Rolle, etwa der Verkauf, kann von mehreren Personen besetzt sein. Bei Kleinstunternehmen etwa besetzt der Inhaber fast alle Rollen selbst. Einige Rollen können auch extern besetzt werden, etwa die Buchhaltung, wenn dies der Steuerberater übernimmt. Der Weg zur Assistenz verläuft über dieses Rollenmodell. So könnte zuerst die Rolle der Kaltakquise leicht ersetzt werden, da diese Tätigkeit schnell zu erlernen und leicht auszugliedern ist. Zu diesem Zwecke beginnt der Inhaber und einzige Mitarbeiter nun damit, die Rolle Kaltakquise zu beschreiben, indem er beispielsweise Gesprächsleitfäden, Checklisten und Ablaufbeschreibungen entwickelt. Mit diesen Tools kann die Rolle Kaltakquise dann leicht mit einer 400-Euro-Kraft besetzt werden. Weiter geht es dann mit den Assistentenrollen für Verkauf und später auch Einkauf. Hier werden die einzelnen Aufgaben gesammelt, die Abläufe beschrieben und schon kann die nächste Stellenanzeige veröffentlicht werden. Wir kommen zum Ende dieser Sendung und auch in unserer nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit den besonders erfolgreichen Maklerkollegen. Ausführliche Beiträge stehen für Mitglieder wie immer im Internet unter www.immobilien-profi.tv zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Geschäfte.